Stream auch live. Hallo Geckos, Gus, Alex und George. Sie erzählen uns mehr darüber, wie Tor jetzt zu Mobilgeräten kommt und from the Onion. That's your stage. Jetzt kommt der Vortrag, Updates über die Zwiebel oder Tor. Hallo alle zusammen, ich bin Gus vom Tor-Projekt. Englisch ist nicht meine erste Sprache, also learn a little bit about Portuguese. Wenn ihr ein bisschen Portugiesisch lernen wollt, dann ja. Wir wollen über Tor reden, darüber, was wir in den letzten paar Monaten bis zum Jahr erarbeitet haben. Tor ist freie Software, das heißt, jeder kann Tor herunterladen, den Quellcode sich anschauen und alles. Und das ist sehr wichtig, dass es ein freies Softwareprojekt ist, weil man den Code sich so analysieren kann und überprüfen kann. Der zweite Punkt über Tor ist, dass es ein offenes Netzwerk ist. Das heißt, man kann den Quellcode herunterladen und ein Teil des Tor-Projektes werden. Wir haben 6000 Relays, und also Servers überall in der Welt, und sie sind alle von Freiwilligen betrieben. Warum benutzen wir Tor? Wir benutzen Tor, um gegen Online-Überwachung und zu benutzen, um sicher online zu sein. Tor ist eine nicht profitorientierte Organisation in den US und unsere gemeinnützige Organisation, und der Hauptpunkt ist in Seattle. Tor wird so geschrieben und nicht in nur Großbuchstaben, das haben wir in den letzten paar Jahren geändert. Es ist nicht mehr Tor, The Onion Routing, sondern Tor. Tor als Eigenname. Wir haben unterschiedliche Teams. Ich bin Teil des Community-Teams, aber wir haben auch ein Anti-Censorship-Team, Matrix, Network, Sys-Administratoren, Benutzerinteraktion und Forschung. Wenn wir über Tor reden, reden wir über ein Netzwerk, das bei zwischen 2 und 8 Millionen Benutzern jeden Tag benutzt werden. Und wir haben diese Zahlen, weil wir wissen nicht genau, wie viele Leute im Tor-Netzwerk zu jedem Zeitpunkt sind. Und das sind zwei unterschiedliche Methodologien, wie wir herausfinden können, wie viele ungefähr das Tor-Netzwerk benutzen. Wie funktioniert Tor? Wir haben dieses Netzwerk von Tor-Servern überall auf der Welt, und wenn jemand eine Webseite aufrufen möchte, benutzen wir drei unterschiedliche Server im Tor-Netzwerk. Das heißt, das geht über drei unterschiedliche Tor-Knoten, die von Freiwilligen betrieben werden. Und im Moment haben wir the network is growing, so wächst unser Netzwerk, unsere Bandbreite. Wenn wir in den letzten Jahren hatten wir teilweise relativ langsame Verbindungen über Tor, und die Verbindungen verbessern sich. Es ist viel schneller geworden in den letzten Jahren, und das ist, weil wir mehr und schnellere Relays und Server haben. Und die Community in den letzten Jahren haben wir im globalen Süden mehr Trainings angeboten. Das ist eine Möglichkeit, die Benutzer zu treffen und mit ihnen über Tor zu reden. Nicht nur über Tor, sondern auch über Privatsphäre und Sicherheit. Und wir haben Sicherheitstraining und Workshops mit Menschenrechtsverteidigern in der Welt gemacht. Wir waren in den letzten Monaten in 6 Sprachen, in Ländern, also Kenia und Indonesien und weitere Länder, und wir haben jeweils 4 bis 5 Workshops angeboten, und jeder Workshop dauert 3 Stunden. Also es ist nicht nur, oh, wir installieren Tor-Browser, fertig und tschüss, sondern es ist auch darüber, welche Fragen haben wir über Privatsphäre und Sicherheit, wie wollen wir Sicherheit machen. Was hilft Tor, und wie können wir dir sonst weiterhelfen mit freier Software? Und das haben wir in den letzten Monaten gemacht, und wir werden weitere Tor-Trainings in den nächsten Monaten anbieten.
And another thing that we are und eine weitere Sache, die wir machen, wir haben eine neue Webseite. Jetzt sieht es so aus, lokalisiert. Es ist nicht mehr nur noch Englisch. Wir haben unsere Prioritäten geändert. Wir brauchen mehr Benutzer und wir brauchen einfach Menschen, auch in Bereichen, die nicht Englisch sprechen. Tor ist in vielen Sprachen verfügbar. Und man kann die Tor-Webseite aufrufen und dort die eigene Webseite, eigene Sprache einstellen. Hier ist die Tor-Webseite in Spanisch. E isso me inglês is my Spanish Portugal is not a real Spanish. Und wir haben auch andere Portale, mit denen wir zusammen, an denen wir arbeiten. Wir haben das Support Portal, wo wir Tor Benutzern helfen, und wir arbeiten auch am Community Portal, also wo man den eigenen Mitmenschen helfen kann. Außerdem wollen wir auch eine Dokumentation für Relay-Benutzer, also Operatoren, Betreibern zu haben. Und im nächsten Schritt wollen wir eine neue Entwickler-Webseite erstellen. Das ist im alten Portal überall verteilt und wir arbeiten an unterschiedlichen Webseiten für die einzelnen Bereiche. Etwas anderes, an dem wir arbeiten, ist die Dokumentations-Hackathon, weil wir viel Dokumentation rumschieben, während wir unterschiedliche Webseiten aufteilen. Viele von dieser Dokumentation, haben wir bemerkt, dass viele Dokumentation alt ist, und jetzt, wir müssen jetzt auch die Dokumentation verbessern. In der ersten Woche vom September haben wir dieses Dokumentations-Hackathon, der offen für alle ist, und mehr Details werden in unserem Blog veröffentlicht werden, im blog.torprojekt.org. Wir haben Tickets, was geändert werden muss, und das heißt, man muss beim Hackathon sich anmelden und uns dabei helfen. Die Leute, die am meisten daran mithelfen, kriegen einen kleinen Preis. Und das ist's. Hi, ich bin Gecko, ich arbeite im Applications-Team und da hauptsächlich an Tor-Browser. Der Tor-Browser ist die größte Applikation im Tor-Netzwerk, und ich werde euch jetzt erzählen, was wir in den letzten Monaten gemacht haben und was wir in den nächsten Monaten machen werden. So, der Tor-Browser, ein großer Meilenstein ist, vor ein paar Monaten haben wir den Tor-Browser 8.5 veröffentlicht, der das erste Mal einen Tor-Browser auf Android gebracht hat. Die netten Leute vom Chrome-Projekt hatten ein Problem mit der Situation, dass es nicht wirklich einen Privatsphäre-Browser für Android gab. Aber wir waren jetzt endlich fähig, diese Arbeit denen abzunehmen und einen ordentlichen Tor-Browser für Android herzustellen. Und wie man sehen kann, ist das nicht nur eine Kopie der Desktop-Version, falls ihr die Desktop-Version schon probiert habt. Es ist zusammen mit unserem UX-Team ein neues Design spezifisch für die Android-Plattform entstanden. Es ist ein großer Zusammenarbeitsaufwand von vielen Leuten im Tor-Projekt, dass dieses Projekt gestartet ist und wir jetzt einen Tor-Browser für Mobilgeräte haben. Das ist nicht nur die einzige User-Interface-Verbesserung, die wir für den Tor-Browser 8.5 gemacht haben. Wir haben auch die Toolbar neu designt, was ziemlich wichtig ist, weil wenn er ja all seine Shortcuts hat und die Status von verschiedenen Extensions. So, und wenn man jetzt die obere Toolbar vom Tor-Browser 8 mit der vom Tor-Browser 8.5 vergleicht, dann sieht man, dass wir die Symbole oben rechts entfernt haben. Die sind nur von den Erweiterungen, die wir mit dem Tor-Browser shippen, was NoScript und HTTPS überall sind. Wenn man jetzt auf diese Icons klickt, dann wird man etwas verwirrt sein, weil man dann
schon im Einstellungsdialog ist. Und ein normaler Nutzer weiß eventuell nicht direkt, was man da machen soll. Es ist nicht wirklich informativ, diese Icons da zu haben. Und sie nehmen wertvollen Platz in der Toolbar weg. Deswegen haben wir sie entfernt. Verfahrene Nutzer, die eventuell Anwendungen haben, wo sie diese brauchen, können sie die gerne wiederherstellen. Und außerdem haben wir noch das Tor-Button-Icon nach rechts verschoben und ein Schild-Icon hinzugefügt, das einfachen Zugriff zu den Sicherheitseinstellungen erlaubt, wo man dann einfach Abwägungen zwischen verbesserter Sicherheit und anderen Features im Netzwerk, im Web auswählen kann, die eventuell gefährlich sein könnten. Ein anderes Feature ist, dass man den Zustand der Sicherheitseinstellung sichtbar in der Toolbar hat. Man muss jetzt nicht mehr durch die verschiedenen Menüs klicken, um die zu sehen, um zu sehen, welche Sicherheitseinstellungen im Moment getroffen sind. Es gab eine andere wichtige Zusammenarbeit mit dem User Experience Team. Und das ist nicht nur, um euch ein hübsches User Interface zu liefern, sondern es gibt da auch einen Sinn dahinter. Und zwar, man kann Leute mit mehr Services versorgen, wenn man ihnen bessere Interfaces gibt, und Nutzer machen weniger Fehler, wenn sie ein besseres Nutzerinterface haben. Wenn man ihnen was gibt, was nicht unbedingt das ist, was sie erwarten, wenn man von einem Browser redet. Und da ist jetzt ein größerer Fokus auf Anonymität, weil es gibt einen großen Haufen mit Menschen und Entitäten, in denen man sich verstecken kann. Der Punkt ist also, dass die Usability-Verbesserungen, die wir treffen, sind nicht nur dafür da, dass es hübsch aussieht, sondern die sind ein integraler Bestandteil davon, dass man Anonymität für den Nutzer bereitstellen kann. So, Tor Browser 9, was kommt als nächstes? Das nächste, der soll basieren auf Firefox 68 ESR, was ein spezieller Firefox ist. Manche von euch wissen das vielleicht, dass Firefox ein... Firefox in ungefähr mindestens zwei Versionen kommt. Dann gibt es einen speziellen Firefox, spezifisch für Firmenumgebungen, wo die Administratoren Probleme hatten, ihre Nutzer mit neuen Firefox-Versionen aktuell zu halten. Und deswegen hat Mozilla eine spezielle Serie des Firefox für diese Nutzer gemacht, die nur Sicherheitsupdates alle 6 bis 8 Wochen ausliefert. Und ein großes Update, das nur etwa einmal im Jahr gemacht werden muss. Auf dem wird jetzt der Tor-Browser basieren, weil wir alle unsere Patches, was ungefähr 200, 250 sind, und die alle 6 bis 8 Wochen neu einzufügen, ist im Moment nicht wirklich machbar. Das ist also das große neue Ding. Das heißt, dass wir den Tor-Browser 9 auf dem neuen Firefox ESR basieren können. Da werden wir dann ein verbessertes User-Interface im Browser haben. Das heißt, es wird noch einfacher sein, Bridges im Browser auszuwählen. Es wird mitten in den Netzwerkeinstellungen integriert sein. Man wird einen einfachen Zugriff zu Features in der Toolbar kriegen, sowas wie neue Identitäten, was halt bedeutet, wenn man diesen Knopf drückt, dann kriegst du eine komplett clean neue Sitzung, die alle Cookies und Ähnliches von der vorigen Sitzung löscht. Das wird wahrscheinlich im Oktober später dieses Jahr veröffentlicht werden. Ein bisschen weiter in der Zukunft möchten wir weg vom Firefox ESR kommen und näher zum normalen Firefox. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass es einige Vorteile gibt, auf dem ESR zu sein, was zum Beispiel heißt, dass wir alle unsere Patches nicht alle 6 bis 8 Wochen neu einfügen müssen, was auch Quality Control für uns einfacher macht, dass wir das nicht alle 6 bis 8 Wochen machen müssen. Aber es gibt auch Nachteile,
Und einer davon ist, dass es kein ESR für mobile Endgeräte gibt. Und wir haben ja jetzt einen Mobilbrowser. Und da ist jetzt der Gedanke, dass wir weg vom ESR und zum Firefox möchten, auch für die mobile App, um das alles zu testen. Das steht jetzt an und zu gucken, was wir an unseren Prozessen ändern müssen. Und dann haben wir vor, weg vom ESR zu kommen. Weil man kann das Argument machen, dass auf dem Firefox ESR zu sein, das gibt einem nicht all die Sicherheitsverbesserungen, die Firefox macht. Weil Firefox im Moment nur die kritischen Bugs und in den ESR zurückportet. Aber manchmal gibt es auch kleinere Bugfixes, die wir als Tor-Browser trotzdem halbwegs aktuell haben möchten. Aber idealerweise ohne, dass Mozilla uns benachrichtigt, was genau wir jetzt haben wollen und was nicht. Weil eventuell verpassen wir einzelne Dinge. Und es gibt außerdem noch das Argument, dass die ESR-Serien generell nicht so sicher sind wie der Standard, wie die Standardversion, weil die meisten Leute gucken immer nur auf den neuesten Code und weniger Sicherheitsforscher gucken sich den ESR-Code an und deswegen werden eventuell Bugs dort später erst gefunden. Außerdem gibt es natürlich verbesserte Performance und Usability-Features. Retaining users and getting more users. Und das hängt, ist dann natürlich auch gut dafür, mehr Nutzer zu bekommen und andere zu behalten. Weiter geht's mit dem Netzwerkteam. Hallo zusammen, ich bin Dirt und zusammen mit Alex arbeiten wir an Netzwerkteam von Tor. Das Netzwerkteam ist grundlegend die Gruppe, die dafür zuständig ist, dass das Tor-Netzwerk sicher bleibt. Den Code zu schreiben, den das Tor-Protokoll implementiert, um sicherzustellen, dass das Netzwerk gesund ist, dass das der Protokoll sicher ist und dass der Code nicht ein riesiges Durcheinander ist. Und wir arbeiten mit der Tor-Code-Basis, die in C geschrieben ist, und wir haben angefangen, Sachen davon in Rust zu übertragen. Und aktuell werden wir kurz darüber erklären, was wir im letzten Jahr gemacht haben, und danach werde ich über unsere Pläne für die Zukunft sprechen. Eine der coolen Sachen, die wir vor einem Jahr gemacht haben, im letzten Sommer, haben wir das Werkzeug veröffentlicht. Das ist ein Python-Programm, was man machen kann, und es gibt zusätzliche Sicherheit, wie zum Beispiel Guard Discovery und unterschiedliche Verkehrsanalysen-Angriffe. Insbesondere kann man es bei GitHub finden und beim Onion-Service oder Client einstellen, und es versucht, unterschiedliche Angriffe sich vor speziellen Angriffen zu schützen. Und wenn es interessant komische Sachen sieht, dann gibt's eine Warnung. Ist immer noch so ein bisschen experimentell, aber wenn wir sehen, dass es gut funktioniert, dann werden wir gewisse Bestandteile davon in die normalen Tor-Distributionen hinzufügen. Das ist eine tolle Sicherheitssache, die wir gemacht haben. Eine andere Sache, die insbesondere in diesem Jahr passiert, ist, dass es gibt gewisse Denial-of-Service-Angriffe gibt. Wir verstehen sie noch nicht vollständig, wir sind ein Anonymitätsnetzwerk, aber was wir wissen, ist, dass Menschen einander angreifen, insbesondere Onion-Services, und zwar dadurch, dass sie dir einfach so viele Anfragen wie möglich hinschicken. Dies führt zu viel Chaos im Netzwerk. Und es hat zwei Effekte. Das eine ist, dass es dem Netzwerk schadet, der ganze zusätzliche Verkehr, Datenverkehr, alle überfordert, und die Relays lassen Sachen weg, und es gibt viel Chaos. Das ist eine der Sachen. Und zweitens ist, dass die Services dann einfach nicht verfügbar sind. Seit dem Anfang dieses Jahres schauen wir uns das an und versuchen herauszufinden, wie man sich dagegen verteidigen kann. Und wir haben Sachen
verbessert, wie dann zum Beispiel durch das Rad, dass man die Menge limitiert oder dass man gewisse Anfragenarten unterbricht, reduzieren wir die Gefährdung von diesen Angriffen. Und wir versuchen auch, Methoden zu haben, dass Services besser verfügbar sind, wenn sie angegriffen werden. Aber das ist sehr schwer zu machen bei anonymen Netzen. Bei einem normalen Netz hat man Cloudflare und die kriegen Geld, die machen Verteidigungsmethodiken durch Captures oder reputationsbasierte Dinge. Und in Tor haben wir keine. Wissen wir nicht, wer gut ist und welcher Benutzer weniger gut ist. Und deswegen ist es sehr schwer, die guten Clients von den schlechten Clients zu unterscheiden. Wir haben ein paar Ideen, insbesondere auf dem Anwendungslevel. Aber wenn ihr in diesem Bereich arbeitet und Ideen habt, was man da machen kann, kontaktiert uns. Eine andere coole Sache, die passiert ist, vor ein paar Jahren gab es ein Projekt, das nennt sich WTF Bad, und das soll Tor-Clients davor schützen, von gewissen Angriffen, also von gewissen Verkehrsanalyse-Angriffen. Und was die gemacht haben, ist, die haben zusätzliches Padding hinzugefügt, also Pakete senden, die nicht wirklich zu einem Ziel haben. Und wenn man gewissen zusätzliche Sachen sendet, dann führt es einfach dazu, dass man nicht genau, ein Angreifer nicht genau weiß, was passiert. Also haben wir das angefangen und diese Sachen implementiert. Diese adaptiven, konfigurierbaren Padding-Sachen sind jetzt ein Bestandteil von Tor und sind aktuell eingeschaltet seit ein paar Monaten. Und grundlegend haben wir zwei Padding-Geräte hinzugefügt. Das sind State-Machines, die definieren, wie diese zusätzlichen Daten gesendet werden sollen. Und die sollen obfuszieren, ob ein Client den Service besucht oder ob es echten Traffic dorthin sendet, echten Website-Traffic dorthin sendet. Und dieses Verstecken zwischen den ganzen anderen Circuits ist ein bisschen schwer, aber wir forschen daran und wir haben mehr Leute, die da jetzt daran arbeiten wollen und dieses Framework mit uns weiterentwickeln. Wir arbeiten auch daran, den mobilen mobile Version besser zu unterstützen. Wir haben bessere Integration mit dem Android-Betriebssystem. Man kann Tor jetzt als Bibliothek bauen und man kann es einfacher mit Anwendungen von anderen integrieren. Und wir haben auch einen Schlafmodus erstellt. Das ist ein spezieller Modus, den Tor aufgreifen kann, den Tor benutzt, wenn es einfach mal Pausen machen soll und keine Batterie und kein Netzwerk-Traffic benutzen soll. Wenn man es mit Tor hat, dann wird es dann einfach nicht mehr das Netzwerk die ganze Zeit benutzen, sondern es wird einfach so ein bisschen schlafen und wenn man es das nächste Mal aktiv benutzen möchte, dann wird es wieder aktiviert. So, und jetzt die Sachen, die wir in der Zukunft machen wollen, insbesondere im nächsten Jahr. Ein großes Projekt, das wir mit Tor aktuell benutzen, im ganzen Projekt, nicht nur im Netzwerkteam, ist, dass wir versuchen, es gibt viele Menschen und Projekte und Browser und so weiter, die mit Tor spielen wollen, mit ihren eigenen Produkten mit Tor zu benutzen. Sie wollen eine Garantie, dass Tor in unterschiedlichen Szenarien zuverlässig funktioniert, mit unterschiedlichen Benutzerzahlen und so weiter. Und was wir aktuell machen, das sind unsere Metriken nicht ganz so genau und so ein bisschen hacky. Und etwas, was wir gerade versuchen zu machen, ist die Performance genauer anzuschauen. Schauen, was für Performance Tor liefern kann und wie Benutzer das erfahren können.
und wie wir das messen können und zu sehen, wie viele Benutzer es sehen und wenn ein neuer Browser hinzukommt, wie verändert das die Performance? Und wir versuchen auch mit einem Datengrammprozess hinzuzufügen und eine neue Bandbreitenscanner haben wir implementiert, der misst, wie viel Bandbreite die jedes Relay hat und wir benutzen das, um die ganzen Leistungen zu richtig einzustufen und das wird viel Zeit in der Zukunft verbrauchen, damit wir eine bessere und zuverlässigere Tor-Version in der Zukunft haben. Und wir haben auch Geld für Onion Services für viele weitere Monate und wir versuchen gewisse Verbesserungen zu machen. Eine ziemlich gute ist, dass wir Onion Balance hinzufügen. Das ist, war bis jetzt nur für den alten Services und wir wollen das verbessern und mit V3 Onion Services die auch unterstützen. Das viele Leute haben danach rumgebeten und das ist eine der großen Arten und Weisen, wie wir große Onion Services anbieten können. Und etwas anderes, worüber wir nachgedacht haben, ist, dass wir Benutzbarkeitsprobleme von User Interfaces haben. Diese Namen sind sehr lang und wir denken darüber nach, wie wir das verbessern können, insbesondere bei neuen Onion Services, die 65 Charaktere lang sind. Und wir versuchen, HTTPS überall hinzufügen, dass man das dann die Onion-Sachen mit anderen Benutzern teilen kann als temporäre Lösung. Und wir versuchen, mit besseren Namenssystemen zu arbeiten und intelligentere, und dass man die mit Tor integrieren kann. Und wir haben auch schon andere Support-Bereiche, die, ich habe das Wort nicht mitbekommen, dass es einfach von anderen Projekten besser eingebunden werden kann. Und das ist, woran Alex jetzt arbeitet und worüber Alex jetzt mit euch reden möchte. Danke. Also mein Name ist Alex. Ich bin eigentlich Teil des Teams, in dem auch George ist, das Netzwerkteam, die sich um den Kern des Tor-Netzwerks kümmern. In der Mitte von 2018 haben wir aber realisiert, dass normalerweise die Menschen auch ungefähr für Anti-Zensur-Maßnahmen sind, aber wir hatten nicht richtig Zeit dafür und wir haben das nicht priorisiert. Daher, was wir dann deswegen gemacht haben, ist, dass wir ein Anti-Zensur-Team gegründet haben, wo wir zwei Leute angeheuert haben erstmal und ein kleiner Teil des Netzwerkteams ist dem Anti-Zensur-Team beigetreten, um da loszulegen. Die Idee mit dem Anti-Zensur-Team ist, dass sie das bekämpfen, was man hier sieht, und zwar die Zensur in verschiedenen Maschinen, überall in der Welt, manche im Nahen Osten, manche in Dänemark. Es ist eigentlich ein sehr ähnliches System, das ja aber überall unterschiedlich benutzt wird. So, das große Ding, was wir machen, ist, dass wir generell wissen, dass OBFS 4 funktioniert. Und es funktioniert an den meisten Orten der Welt, aber es ist teilweise schwierig, Zugang zu zuverlässigen Bridges zu erlauben. Und das sind das, was die Leute in ihre Tor-Konfiguration eingeben müssen, um überhaupt sich verbinden zu können. Wir wissen auch, dass Domain-Fronting, was die Technik ist, wo man eine TLS-Verbindung in eine der großen Public Clouds verbindet und dann ein SNI-Header-Set setzt, um um eine Verbindung zu kriegen, die wahrscheinlich nicht geblockt wird, und dann kann man das umleiten an eine andere Stelle, wo dann zum Beispiel ein Tor-Bridge hängt. Ein Problem damit ist, dass es wird Meek genannt, und das heißt, es ist unglaublich teuer, technisch das zu betreiben. Das liegt daran, dass der eingehende und der ausgehende Traffic das gleiche ist und sehr groß ist, und wir müssen für all den Traffic, der über diese Clouds läuft, zahlen. Das ist etwas, was wir gerne angehen würden.
Das heißt, dass wir weiter daran arbeiten, dass es einfach wird, Zugang zu Bridges zu kriegen. Eine der Sachen, die wir gestartet haben, ist, dass wir etwas wie, das heißt Mode eingefügt haben. Mode ist ein System, wo man eine Bridge-Datenbank über eine domain-gefrontete Datenbank zugreifen kann. BridgeDB ist das System, wo Leute, die Zugang zu Bridges brauchen oder Bridges haben, sie eintragen können, um welche zu finden. Das ist zwar teilweise schwierig zu finden und reinzukommen. Es gibt da verschiedene Einstiegspunkte. Es gibt einen Einstiegspunkt über E-Mail, es gibt einen im Web. Es ist mit jetzt tatsächlich direkt in den Browser integriert. Das heißt, das erste Mal, wenn man den Tor-Browser startet, zum Beispiel hier in Deutschland, wo man es ja hauptsächlich für das Anti-Tracking und für die Anonymität nutzt, aber für manche Leute in anderen Orten der Welt geht es darum, überhaupt das Internet benutzen zu können. Da können sie sich nicht verbinden. Das heißt, das jetzt direkt im Browser zu haben, macht es viel einfacher für Leute, Zugriff zum Tor-Netzwerk zu kriegen. Sie müssen dann ein Capture direkt im Browser lösen, müssen also nicht zu einer anderen Webseite gehen und dann irgendwelche Zeilen kopieren und irgendwo einfügen, sondern sie können sich direkt verbinden, was ein großer Schritt ist für die User Experience. So, was ich vorhin erwähnt habe, ist Meek, die Domain-Fronting-Technik, die wir benutzen, die ganz gut funktioniert, aber sehr teuer ist. Eins der großen neuen Sachen vom Anti-Zensur-Team, um diese Dinge zu verbessern, ist ein Pluggable-Transport-System namens Snowflake. Die Idee dahinter ist, dass man einen Client in einer zensierten Gegend hat, und der macht einen domain-gefronteten Request an einen Broker, der quasi eine fancy BridgeDB ist. Und der Broker antwortet mit einem Token, was ein eine Verbindungsidentifikation ist, die für einen Proxy ist. Und diese Proxys laufen in den Webbrowsern von verschiedenen Leuten, zum Beispiel hier. Es ist einfach eine Erweiterung, die man zu Firefox oder Chrome hinzufügen kann. Und was man quasi macht, ist, dass man Leuten Zugriff zum Tor-Netzwerk über den eigenen Browser verfügt. Und so wird der eigene Browser quasi zu einem kleinen Tor-Relay. Das ist ein gutes System für uns insofern, als dass es wesentlich weniger Kosten hat, weil die Daten über viele Leute, über die wir es verteilen, geht. Und die einzige domain-frontete Verbindung ist der erste Request an den Broker und die Antwort des Brokers. Und danach haben wir keine Verbindung mehr. Das heißt, das ist nur ein sehr kleiner String, der ausgetauscht werden muss. Was der Webbrowser machen wird, ist, dass er eine WebSocket-Verbindung zu einer bestimmten Bridge aufbaut, die im Moment läuft. Und die Bridge ist dann die, über die der Nutzer zu seiner finalen zu seinem Ziel verbinden kann. Man kann auf die Webseite von Snowflake gehen und sich mal näher angucken, wie genau das funktioniert. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Präsentation, aber wir haben noch ein paar Sachen, die wir sagen wollen. Leute hier sind wahrscheinlich vertraut mit damit, wie Tor funktioniert als Forschungsorganisation und als Non-Profit. Was wir machen ist, also wir setzen uns zweimal im Jahr hin und reden darüber, was wir gerne im kommenden Jahr machen wollen. Und dann haben wir ein Fundraising-Team, was sich darum kümmert, dass Geld reinkommt. Und dieses Geld stellt sicher, dass wir alles das machen können, was wir machen wollen. Aber es gibt auch viele Sachen, für die wir einfach kein Geld kriegen können, für Sachen, die wir wirklich gerne machen wollen. Und es gibt auch Dinge, die einfach so auftauchen, wie zum Beispiel, wovon George geredet hat, die Denial-of-Service-Attacken im Dezember von 2018. Da gab es eine sehr starke Performance-Einbruch. Und mit den Spenden von Leuten können wir finanzieren, dass Entwickler sich um solche Probleme kümmern. Wir werden dieses Bugsmash Fund hier im August machen. Die Idee ist, dass Leute an uns spenden und wir werden die Bugs, die wir interessant finden, die wir gerne lösen würden, wo wir aber bisher nie dazu gekommen sind,
Und wo wir schon länger nach Geld suchen, dieses Geld wird dann direkt an die Entwickler gehen, die diese Dinge lösen. So, one of these things is, so, wie kannst du also helfen dem Tor-Projekt? Wir versuchen generell das Netzwerk von der Organisation zu trennen. Wir haben da natürlich eine Überlagerung, aber grundsätzlich sollte ein Tor-Relay separat funktionieren. Wir haben letztens einen Relay-Guide hergestellt, damit Leute einfach einsteigen können, ein Relay zu betreiben, wie man Bridges betreiben kann und einrichten. Dafür werden auch Einleitungen hergestellt und da können wir erst recht auch noch besonders viele brauchen. Eine Sache, die wir in letzter Zeit gemacht haben, ist, dass wir viele Dinge übersetzen. Viele Dinge werden übersetzt mit einem zentralen System, das wir haben. Wir können sehr viel Hilfe brauchen mit Übersetzungen für die Webseite, für die Anwendungen. Die brauchen auf jeden Fall aktive Leute, die sich um Übersetzungen kümmern. Und man kann natürlich auch an uns spenden, was immer sehr gern gesehen wird. Wir senden auch gerne manchmal etwas Swag. Wir machen eine Unterscheidung zwischen Leuten, die wiederholt dauerhaft spenden und einzelnen Spenden. Und wenn man dauerhaft spendet, gibt es auch noch andere Vorteile. Wir haben hier am CCC Camp eine kleine Booth, an der man Dinge finden kann. Man kann Sachen kaufen, man kann ein bisschen spenden. Wir haben auch Sticker, falls jemand daran interessiert ist. We have time for some. So, wir haben jetzt noch Zeit für ein paar Fragen. Und wenn wir dann fertig sind, wenn Leute jetzt hier keine Fragen machen wollen, dann können wir auch einfach rausgehen und man kann uns persönlich Fragen stellen. So, wenn jetzt jemand Fragen hat an diese vier Leute auf der Bühne, dann reihen sie sich jetzt am Mikrofon ein. Haben wir schon eine Frage irgendwo? Sure that we have some questions. Come on, guys. Maybe people want to do them outside. It is too hot. Vielleicht wollen Leute die Fragen draußen beantworten. Es ist hier einfach zu warm. Haben wir noch irgendwas von draußen, vom Zelt, aus dem Internet? Please shoot ahead. Da wäre meine Frage. Networks like decentralized, like in running. Using your Tor. Not all connected to one Tor. We can't really hear you. Can you get closer to the microphone and ask? Können Sie mal bitte näher ans Mikrofon kommen und nochmal fragen? Gibt es unabhängige Tor-Netzwerke, die irgendwo installiert sind? Anyone? Oh no. So we. Oh nein. Nein, nicht soweit, dass ich weiß. Ich glaube nicht, dass wir unabhängige Tor-Netzwerke haben. Außer dem einen offiziellen großen Netzwerk. Wir haben ein Testnetzwerk, aber das wird auch von uns betrieben. Also das kriegt nicht, das kann man nicht unabhängig nennen. Any more questions? Sonst noch Fragen? Well, queue up in the microphone, please. Bitte einmal ans Mikrofon. Here we go. How do you measure the? Wie messt ihr die Bandbreite und die Traffic über das Netzwerk? Macht ihr das, indem ihr Fake-Traffic hinzufügt? Oder ist es einfach nur der Traffic, der sowieso schon über das Netzwerk läuft? So, all relays, also alle Relays, die Nodes im Netzwerk, sammeln Statistiken über den Datenfluss, der durch sie durchfließt, jeden Tag. Das beinhaltet auch den Padding-Traffic und in der Zukunft haben wir geplant, dass da auch ein wenig noch gemessen wird, wie viel mehr Traffic wir durch das Padding haben. Aber mehr nicht. Additional question. Technik-Kalyse. Eine zusätzliche Frage zur Technik von Snowflake. First step. Gibt es da eine Censored Clients? Gibt es eine Lösung für WebRTC für zensierte Clients? Wie Solution. So funktioniert das? Was ist der Vergleich zur Standardlösung
man braucht ja trotzdem noch einen Signaling-Server für WebRTC. Was ist also der Vorteil von diesem Server? Und der Server kann auch trotzdem geblockt werden. So, also die Idee, wenn man gegen Zensur kämpft, ist, dass die Zensierer normalerweise nicht zu viel Allgemeinheitsschaden machen wollen. Das heißt, die ganze Dezentralisierung, wir erleben gerade ganz viel Zentralisierung darin, dass ganz viele Services bei Amazon oder Google oder Microsoft gehostet werden. Und das heißt, wenn wir jetzt also einen Service in einem Datenzentrum von Google oder Amazon zur Verfügung stellen, dass es schwierig ist, diese IP-Adressen zu blockieren, weil da ja auch so viele andere Services drauflaufen. Die Leute, die also die Snowflake-Proxys betreiben, werden also nicht in Gegenden sein, wo zensiert wird. Das sind die Leute, die außerhalb sind, aber... Did that explain? Thank you. So we do have a new questions over there. Okay, es gibt noch eine Frage. Hi guys. Hallo, ich erinnere mich an letztes Jahr, da haben Google und Amazon haben angekündigt, dass sie Domain-Fronting verhindern und blockieren werden. Könntet ihr mal kurz sagen und erklären, was da der aktuelle Status von Domain-Fronting ist, welche Provider erlauben es, welche verbieten es, wie funktioniert das, wenn die beiden größten Firmen sagen, dass es nicht mehr erlaubt wird. Also das wird auf jeden Fall ein großes Problem. Wir haben ein Problem mit Domain-Fronting mit Meek im Moment, was über Microsoft läuft. Amazon und Google machen es nicht. Es gibt aber noch andere Lösungen. Domain-Fronting ist eine generelle Lösung, die eventuell funktioniert, wo wir halt mit den TLS-SNE-Headern schummeln. Amazon hat noch einen Simple Queuing Service, was ein zentraler Endpoint ist, den ganz viele Applikationen nutzen. Und darüber kann man auch eine kleine Anfrage-Antwort-Applikation betreiben, was eventuell eine mehr legitimere Art ist, Amazon Server zu benutzen, im Gegensatz zum Domain-Fronting. Das ist eine Sache, die wir also erforschen. Die andere Sache ist INS-ESNI, was eventuell manche Leute mit Cloudflares Techniken kennen. INSI ist eine Idee, wo man SNI verschlüsselt, aber es funktioniert am besten, wenn man viele Webseiten auf einem Server hat oder bei einem einzelnen Provider. Und da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Sachen, mit denen wir experimentieren können, aber da mangelt es noch ein wenig am Support in verschiedenen TLS-Bibliotheken. So, by the looks, nobody. So wie es aussieht, gibt es keine weiteren Fragen, daher werden wir den Talk jetzt schließen. Gecko, Gus, Alex und George, vielen Dank für die Updates aus dem Onion-Netzwerk. Hier ist der Applaus.